94.3 RS2. Das ist mein Lieblingsmix. Mit Gerlinde Jeneke and Friends. Jeden Morgen von 5 bis 10. Was glauben Sie denn, wie gefährlich ist denn dieses Virus? Dieses Virus hat den gleichen Krankheitsverlauf, die gleichen Krankheitsverlauf wie Atemwegserkrankungen, und damit ist es vergleichbar mit Influenza. Es ist im Verlauf vergleichbar wie Influenza und insbesondere, was für uns sehr wichtig ist, in den Morbiditätsraten, also in den Todesraten. Dort liegen wir bei Influenza in etwa auch zwischen 0,5 und 1%. Und das ist eine Größenordnung, die dieses Virus auch erreicht. Heißt, meine Grundhaltung ist, wir haben es hier mit einem Coronavirus zu tun, welches in etwa die gleiche Gefährlichkeit besitzt wie Influenza. Nur wir beobachten es jetzt schärfer. Wir schauen genauer hin und deshalb fallen uns Dinge auf. Das kommt einem ja eigentlich gar nicht so vor. Wenn man hört, in Madrid wird alle 6 Minuten ein Corona-Toter aus dem Krankenhaus geschafft. Da denkt man natürlich, ich hab's auch gleich und dann geht's ganz schnell zu Ende. Das ist korrekt. Nur ich bin der Meinung, dass wir zum einen eine Berichterstattung haben, die sich natürlich jetzt darauf fixiert, dass jeder Mensch, der Corona hat und verstirbt, an Corona verstorben ist. Das ist falsch. Die meisten Menschen, die wir jetzt als Todesfälle zu beklagen haben, wären entweder so oder so gestorben. Und zwar sind sie mit Corona gestorben und nicht an Corona. Mhm. Das sehen wir insbesondere in Italien, was ja wirklich uns ins Auge sticht, die hohen Todesfallraten, über 10% der Infizierten. Wobei wir zugrunde legen müssen, welche Zahl der Infizierten wir als 100% annehmen. Und dort bin ich mir mittlerweile mit dem RKI sogar einig, dass die Anzahl der Menschen, die sich über Corona oder mit dem Covid-19 angesteckt haben, um ein Vielfaches, ich würde fast sagen Faktor 10, höher ist als das, was wir messen. Als das, was also in den Tests nachgewiesen wird. Und wenn wir eine solche Zahl zugrunde legen, erscheinen die Todesraten plötzlich wieder deutlich geringer, weil ja mein 100%-Wert höher ist. Aber warum sind denn da auf einmal die Krankenhäuser so überfordert und so voll? Weil wenn wir die Krankheit jetzt mal mit der Grippe vergleichen, was Sie ja gesagt haben, es ist eigentlich ungefähr ähnlich. Also ich erinnere mich, vor 2 bis 3 Jahren, da hatten wir eine ganz große Grippewelle mit 25.000 Toten. Da hat erstens niemand von gesprochen, das war nicht mal eine Schlagzeile wert. Und zweitens kam auch nirgends die Meldung, das Gesundheitssystem ist überlastet. Und jetzt haben wir in Deutschland 94 Tote und alles wird dicht gemacht. Das ist unverhältnismäßig. Und das ist etwas, was ich schon seit vielen, vielen Tagen auch deutlich und öffentlich sage. Die Reaktion der Politik ist unverhältnismäßig. Sie ist autoritär, sie ist rechthaberisch, sie ist maßlos. Keine Frage. Und wir würden als Bürger doch eher erwarten, wissensbasiert, vernünftig und maßvoll unterrichtet und behandelt zu werden. Warum sind die Krankenhaussysteme überlastet? Ich möchte mal mit Deutschland anfangen. Das deutsche System ist zurzeit nicht überlastet. Im Gegenteil, ich finde es hervorragend, dass es möglich ist, schwerkranke Patienten aus dem Elsass, schwerkranke Patienten aus Italien hier in unser Krankenhaussystem aufzunehmen und zu behandeln. Das ist ja im Moment der Fall. Ich finde das hervorragend, zeigt mir aber, unser System ist noch nicht überlastet. Diese ganzen Systeme gerade in Südeuropa, je weiter sie nach Südeuropa gehen, die Krankenhaussysteme sind chronisch überlastet. Nur jetzt wird es uns gezeigt. Bei jeder Grippewelle, bei jeder Influenza-Infektionspandemie, das ist ja letztendlich auch, sind diese Krankenhäuser überlastet, weil sie zum einen genauso kaputt gespart wurden, wie das in Deutschland der Fall ist, noch viel schlimmer. Und vor allem, und das ist ein ganz wichtiger Grund, was die Todesfälle anbelangt, weil die Krankenhaushygiene so erbärmlich ist in Italien und auch in Spanien. Die Menschen sterben noch einmal nicht an Corona, sie versterben mit Corona. Und zwar, weil sie sich in den Krankenhäusern nosokomiale Infektionen einfangen, also Krankenhauskeime. Und da gibt es spannende Zahlen, auf die, wie Sie selber ja gerade sagen, nie jemand Rücksicht genommen hat. Das European Center of Disease Control, ECDC, hat 2015 Zahlen bekannt gegeben zur nosokomialen Infektionen und Sterberaten. Da haben wir in Deutschland 2.363 Tote zu beklagen. Heißt, das sind Menschen, die kommen mit einem Beinbruch ins Krankenhaus und sterben an einer Lungenentzündung, weil sie sich dort eine Infektion wegholen. Multiresistente Staphylokokken und so weiter.
Also nochmal, Deutschland 2.363, Frankreich 5.543, jetzt mal eine gute Zahl, Holland 206, und wir wissen, dass in Holland die Krankenhaushygiene sehr groß geschrieben wird, und Italien fast 11.000. Noch Fragen? Ja, das bedeutet also, je sauberer die Krankenhäuser sind, je besser die Gesundheitsvorsorge, desto weniger Tote. Aber wenn Sie jetzt sagen, die Krankheit ist ähnlich wie die Grippe, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie gefährlich ist die Krankheit Ihrer Meinung nach wirklich für uns? Die Krankheit ist gefährlich für etwa 5% der Bevölkerung, alte, kranke, schwache Menschen, vorgeschädigte Menschen, Raucher. Also all die Menschen, die ihre Lunge oder deren Lunge vorgeschädigt ist. Man diskutiert ja auch, warum so viel Tod in Italien, weil die Luftverschmutzung in Italien so schlimm ist. Das heißt, wir haben viel mehr vorgeschädigte Patienten. Also 5% der Bevölkerung ist wirklich gefährdet, diese Krankheit auszubilden. Ich spreche noch nicht von Toten. Ich spreche nur davon, die Krankheit auszubilden. Also Atemwegserkrankung bis hin zur Lungenentzündung. 95% aller Menschen machen diese Krankheit leicht durch oder haben gar keine Symptome. Mhm. Das wird von der Politik beklagt, unwissentlich, dummerweise wird es beklagt. Ich finde das sehr gut, denn erstens ist diese Infektion genauso ungefährlich in Anführungsstrichen wie Influenza oder genauso gefährlich, wie Sie es jetzt immer sehen wollen. Mhm. Zweitens, dadurch, dass bei vielen Menschen diese Infektion sehr, sehr leicht verläuft, entwickeln diese Menschen wenigstens, sage ich mal, für ein Jahr eine Immunität, dass sie wie ein Schutzschirm um die gefährdeten Personen herum sich aufhalten dürfen. Denn diese haben die Infektion durchgemacht und haben ja jetzt Antikörper dagegen. Mhm. Dies ist im Übrigen sehr schnell gegangen. Ich bin über den Verlauf in China sehr verwundert, insbesondere weil ja behauptet wird, dieses Virus hätte seine Herkunft aus einem Wildtier, also wäre untypisch für den Menschen. Dafür haben die Menschen in China, und das werden wir auch hier in Europa sehen, sehr, sehr schnell eine eigene Immunität entwickelt. Also ich bin von Hause auch Immunologe, ich kann mir das Urteil erlauben. Es ist eine sehr schnelle Immunität, sodass unser Immunsystem offensichtlich in der Lage war, dieses Virus sehr zügig, sehr genau zu erkennen und es zu bekämpfen, sodass es erst gar nicht zu einer Krankheitsausbildung kommt. Was Sie sagen, ist natürlich wahnsinnig beruhigend erstmal, ne? Aber die Frage ist natürlich, warum diese drastischen Maßnahmen? Also wir müssen uns ja daran halten, was die Politik vorgibt, ne? Wir sollen ja zu Hause bleiben, wir sollen teilweise gar nicht mehr arbeiten gehen. Vielleicht gibt es sogar eine Ausgangssperre irgendwann. Und Sie halten davon ja nicht so viel. Das ist richtig. Ich sehe diese Reaktion als völlig überzogen an. Ich will mich auch nicht daran beteiligen, warum Politik so reagiert, wie sie reagiert. Sie sind offensichtlich nicht richtig beraten. Da stehe ich auch zu. Sie sind offensichtlich falsch beraten. Sie haben natürlich eine große Angst, nicht zu handeln und dann eben diesem Geschehen zuzusehen, was wir ja im Übrigen bei Influenza jedes Jahr haben. Sie haben das ja vorhin richtig gesagt. Wir haben 25.100 Tote gehabt im letzten Jahr, in der letzten Saison. Wir sprechen ja gar nicht von Infektionswelle oder todbringender Seuche, so wie Herr Söder, oder Krieg. Fürchterliche Begriffe, mit der wir die Menschheit in die Panik jagen und große Kollateralschäden anrichten. Wir sprechen ja von Infektionswelle oder von Saison bei Influenza, und da hatten wir 25.100 Tote. Niemand hat ein Wort darüber verloren. Das ist für mich eine Hysterie, und niemand ist mit Angst und Hysterie gut beraten, sondern eher mit wissensbasiertem, vernünftigem Verhalten. Das ist der Politik völlig abhanden gekommen. Ich gehe davon aus, dass Sie sagen würden, man sollte sich die Hände waschen. Was für Maßnahmen würden Sie denn, wenn Sie Entscheider wären, denn noch ergreifen? Ja, natürlich. Wir haben in unserer Gesellschaft die Hygiene völlig vernachlässigt. Nicht nur die Politik, die Krankenhaushygiene. Also die Politiker, die uns ja heute sagen, das Krankenhaussystem wird überlastet, haben gestern die Krankenhäuser kaputt gespart. Das muss man sich mal vor Augen halten. Aber was würde ich empfehlen? Natürlich. Hände waschen, und zwar wirklich Hände waschen. 20 Sekunden lang mit der Seife die Hände behandeln. Das fangen wir jetzt wieder an. Das kommt jetzt wieder in die Köpfe, und das ist das Gute.
dieser Infektionswelle, dass wir wieder über Hygiene nachdenken. Und natürlich ist es richtig, Abstand zu Menschen zu halten, insbesondere dann, wenn sie Krankheitszeichen zeigen, um ein wenig dem Verlauf diesen exponentielles Wachstum zu nehmen. Das ist natürlich Sinn und Übung, aber das wäre auch bei jeder Influenza der Fall. Also da unterscheide ich jetzt nicht zwischen Covid-19 und Influenza. Hygiene, Hygiene, Hygiene. Ich würde keinen Mundschutz tragen, der bringt nicht allzu viel, aber zum Beispiel durchaus auch weitergehende Hygiene. Wann haben Sie das letzte Mal beobachtet, dass in einem Supermarkt die Griffe von Einkaufswagen gereinigt wurden? Ich habe sowas gar nie gesehen. Nee. Das sind natürlich Übertragungswege. Und Sie müssen noch weiterhin, und unser eigenes Verhalten, an dem sollten wir arbeiten. Wenn wir einen Covid-19-Patienten anfassen, berühren, mit seinen Tröpfchen, mit dem Erreger in Berührung kommen, ist das ungefährlich, solange wir nicht unsere Hand in den Mund oder in die Nase stecken. Denn dieses Virus durchbohrt nicht todbringend wie Ebola oder andere gefährliche Viren die Haut und geht durch die Haut in uns. Nein, wir müssen sie aktiv selbst auf unsere Schleimhäute bringen. Sie sind ja kein Hellseher, sondern Immunologe. Wie schlimm wird es denn noch und wann ist es endlich vorbei, wenn Sie jetzt von dem ausgehen, was Sie wissen? Wir werden diese Pandemie durchmachen, wenn ich jetzt das rein vom Virusgeschehen sehe, so wie wir jede Influenza-Pandemie durchgemacht haben. Nach etwa 2 bis 3 Monaten werden wir eine, in Anführungsstrichen, Durchseuchung oder Durchinfektion der Bevölkerung haben mit nahezu 60%, so dass das Virus einfach, ne, weil ja Menschen immun geworden sind, von alleine sich nicht mehr weiter durchsetzen kann. Das ist ein natürlicher Vorgang im Übrigen, den wir ja bei Influenza genauso sehen. Deshalb ja auch ist es so, dass sich Viren ständig in ihrer Oberfläche verändern, weil sie ganz genau in ihrer Evolution, in Anführungsstrichen, gelernt haben, dass nur über die Veränderung eine weitere Infektion möglich ist. Es aber ohne Veränderung zu einem, in Anführungsstrichen, sich totlaufen dieser Infektion kommt. Das ist aber das Virusgeschehen, was mit uns im sozialen Frieden geschieht. Welche Kollateralschäden angerichtet werden, was jetzt die Politik zu verantworten hat, weil sie unverhältnismäßig und maßlos reagiert, das wird noch viele, viele, viele Jahre für Unfrieden und für Sorge in der Bevölkerung sorgen. Viel mehr als das Virus selbst. Und ich habe schon sehr früh gesagt, das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, nicht das Virus macht uns krank, die Angst davor macht uns krank. Vielen Dank. Hochinteressantes Gespräch, da haben wir sehr viel gelernt heute und wir danken Ihnen, dass Sie mit uns gesprochen haben und wünschen Ihnen natürlich auch wie allen anderen, bleiben Sie gesund. Dankeschön, Ihnen auch. 94.3 RS2. Das ist mein Lieblingsmix. Mit Gerlinde Jeneke and Friends. Jeden Morgen von 5 bis 10.